So, einen wunderschönen guten Tag, liebe Kollegen, liebe Kollegen. Heute zum Architekturgespräch live und wir werden immer besser. Wir haben heute zwei Hightech-Jungs am Start. Die werden uns hier unser System zum Knacken bringen. Ich hoffe, ihr werdet viel Spaß haben. Unser heutiges Thema, wir haben es jetzt lange nicht mehr angefasst, das Thema BIM. Es ist allgegenwärtig und wir müssen uns alle tagtäglich immer intensiver mit den Dingen auch beschäftigen. Es ist ja auch ein großer Vorteil, mit solchen Systemen zu arbeiten, bieten unseren Kunden, den Bauherren, den Investoren viele Möglichkeiten und Perspektiven. Und als mich vor 2 Wochen die Kollegin von RKW angerufen hat, habe ich gesagt, passt wunderbar in das System herein, in unsere Vortragsserie. Diese Woche, wo wir über das Thema ja auch die Entwicklung von BIM und die Möglichkeiten von BIM sprechen wollen. Das sind zwei außerordentliche Spezialisten am Start, die auch schon auf der Digitalmesse in Köln letztes Jahr noch gesprochen haben zu diesem Thema und werden denen, die nicht die Chance hatten, in Köln an der Messe zu sein, heute zeigen, über was sie dort gesprochen haben, aber auch was RKW auf dem Gebiet schon alles heute macht und möglich macht. Wir haben zwei Spezialisten, einmal den Ralf Wenzel und den Carsten Kuss, die das beide im Duett machen werden. Die freuen sich natürlich auch auf viele, viele Fragen über den Chat. Also scheut nicht, man sieht euch nicht, ihr dürft gerne fragen. Keine Frage ist peinlich, das wisst ihr selber. Ob sie dann beantwortet wisst, wenn sie von den beiden Kollegen, das entscheiden die beiden Herren selber. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß, möchte mich schon mal jetzt bedanken für die vielen Leute, die schon da sind. Das sind schon über 70 im Chat. Und ich wünsche euch wirklich viel, viel interessante Anregungen heute von den beiden Herren. Herzlichen Dank. Jetzt schon mal an Ralf Wenzel und an den Carsten Kuss. Ja, vielen Dank für die Zahl, fürs zahlreiche Erscheinen, kann man ja auch im virtuellen Raum sagen. Wir möchten heute ein Projekt vorstellen, das wir mit BIM bearbeitet haben oder auch immer noch bearbeiten. Das ist ja auch immer noch im Bau in Köln und möchten RKW erstmal so ein bisschen vorstellen, was wir mit BIM überhaupt machen, wie wir damit begonnen haben, wie wir auch dazu gekommen sind, hier mit diesem Auftraggeber für dieses Projekt in Köln in Sachen BIM zusammenzuarbeiten. Der Titel ist BIM mit institutionellen Bauherren. Das möchte ich gerne mal so ein bisschen erläutern. Institutionelle Bauherren deswegen, weil sie das, was sie tun, wiederholt tun und zur Struktur machen. Und das passt ja mit dem BIM. Und wenn man dann als Planer mit jemandem zusammenarbeitet, wo vielleicht auch nochmal der ein oder andere Auftrag da ist und so digitale Strukturen im Plan müssen da ja ein bisschen konstruktiver ausgerollt werden. Und da muss man ein bisschen weiterdenken als nur ein BIM-Entwicklungsplan und einmal die AEAs vom Auftraggeber durchzugehen. Und was wir da alles mit dem Projekt gemacht haben, das möchte ich mir gerne mal hier nahebringen und zeigen. So, RKW ist ja ein vergleichsweise großes Büro unter den Architekturbüros. Die Architekturbüros haben ja in der Anzahl 80%, Mitarbeiter zwischen 8 und 12. Von daher ist das, was wir hier machen, klar ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal und ist nicht so ganz repräsentativ für die weite Schar der Architektenschaft. Das ist uns aber auch immer wieder bewusst, weil unsere Branche ist ja hauptsächlich mittelstandsgetrieben. Wir haben BIM umgesetzt und wie haben wir das eigentlich gemacht? Wir haben ziemlich früh mit einer Autorensoftware, eben mit Revit, angefangen und das haben wir vor allen Dingen deswegen gemacht, weil wir sehr viel mit Instituten zu tun gehabt haben, die Auftraggeber sind. Allen voran der Auftraggeber des Landes, sprich kommunale Projekte. Und hier in Nordrhein-Westfalen eben mit dem BLB zu tun, dem Bau- und Liegenschaftsinstitution des Landes, die dann, viele werden das wissen, die das schon mal gemacht haben, mit CAD-Richtlinien kommen, die dann sehr einzuhalten sind, die für Architekten oft Hürden darstellen, das eben noch zusätzlich mit zu bewältigen. Das ist sehr hoch diszipliniert. Das passt nicht immer so gut zu dem, wie Architekten arbeiten. Nicht, dass sie nicht strukturiert und ordentlich arbeiten, aber so bürokratische
Strukturen sind doch immer ein bisschen mühsam, das zu tun. Und in dieser Auseinandersetzung mit institutionellen Auftraggebern war auch seit jeher immer die Planung für die Industrie, was auch ein großer Punkt ist von AKW, die auch mit einer sehr disziplinierten Struktur eigentlich erscheinen, die man hineinarbeiten muss. Führt dazu, dass man immer noch mal was durch ein externes Unternehmen Zeichnungen umarbeiten lassen musste, um die dann auch abgeben zu können. Und das führte dazu, dass wir uns das BIM ziemlich genau angeschaut haben und da ein großes Potenzial eigentlich drin gesehen haben. Und was haben wir bisher gemacht? Wir haben 300 Mitarbeiter geschult. Das ist so ein bisschen unsere BIM-Ausstattung. Also wir haben den Schwerpunkt auf Wissenstransfer eher auf den Wissenstransfer anstatt auf die auf digitale Plugins oder irgendwelche Programme. Somit nimmt der Training bei uns, das Training von Mitarbeitern einen großen Stellenwert ein. 260 Revit Workstations circa haben wir und wir haben auch Model Checker Programme und wir sind gerade dabei in der Kalkulation, Mengenermittlung, Baumanagement, das an unsere Projekte anzuschließen. Das ist aber langsamer, als man sich das vielleicht von außen denken könnte, weil wir haben eine hohe Iteration, eine hohe Unterschiedlichkeit in den einzelnen Projekten. Und von daher ist das alles ein bisschen langsamer als vielleicht bei einem GU, der eine andere Struktur intern hat. Also was haben wir für Bausteine, die für so ein BIM-Projekt eigentlich herhalten, um auch in den Grundleistungen der HAI in einem BIM-Modus eigentlich alles zu liefern. Das ist einmal eine gute Projektvorlage in Revit, dass man alles einstellt. Und wir haben uns da einen externen Dienstleister geholt am Anfang, der sich mit Revit sehr gut auskannte. Der hat einfach alles soweit erstmal eingearbeitet und auch die Schulungen intern übernommen. Wir haben ein Schulungskonzept hier ausgearbeitet, was auch bis heute durchgeführt wird. So, heute in Corona-Zeit machen wir das dann, die Schulungen über so Systeme, wie wir jetzt miteinander sprechen. Das ist eigentlich auch ganz erfolgreich. Dann gibt es eigentlich ganz normale Excel-Listen, die sind Templates. Da machen wir Exporte aus den digitalen Zwillingen in Form von Listen und in diese Templates zeigen an, wenn bestimmte Inhalte fehlen oder abweichen und haben so ein Augenmerk dem Architekten und dem Planer, dass alles richtig ist. Das heißt, minimiert extrem die Fehleranzahl. Das ist hier einfach nur eine schlaue Arbeitsorganisation, die in diesen Templates liegen. Und damit machen wir eigentlich grundsätzlich eine durchgehende BIM-Planung. Fangen immer direkt, nicht immer, nicht alle, aber sagen wir mal 80-85% Planer fangen direkt mit Revit an und vor allen Dingen am Ende der 2, Anfang der 3 geschieht das dann. Wir haben 2015 in der kompletten Bandbreite damit angefangen, also wir haben die Revit-Vorlage erstellt und den Startschuss gegeben und das über alle Kernkompetenzen hinweg. Also wir haben ja 7 Gesellschafter und da drin sind verschiedene Partner um jeden Gesellschafter, die wiederum einzelne Teams haben. Das ist ein kaskadierendes System und die sind locker und flexibel miteinander verknüpft. Und da gibt es auch unterschiedliche Schwerpunkte, aber wir haben gesagt, wir nehmen jetzt nicht etwas, was wir unter so eine Glaskuppel stellen und gucken uns das alle an, sondern sind mutig und sagen, wir haben ja seit 2010 circa, sagen wir mal, auf den Ascheplätzen der BIM-Methoden und der BIM-Projekte alles Mögliche versucht, uns die Knie aufgeschlagen, mal blutige Nasen geholt, Fehler gemacht und nur wenn man Fehler macht, das möchte ich hier auch gerne allen sagen, machen Sie Fehler und dann kann man gut lernen. Dann haben wir gesagt, so sind wir mutig und dann starten wir in der ganzen Breite. Unser Verständnis der BIM-Methodik, BIM hat ja den Nachteil, dass es so sehr technisch daherkommt. Wir würden ja auch am liebsten sagen, BIM gibt es gar nicht mehr, weil BIM ist ja eigentlich nur das Wort dafür, dass es eine neue Methodik ist. Nach wie vor planen wir einfach. Also ich bin Jahrgang 74 und habe in der Architektur angefangen, als das mit der CAD schon gut weit war, aber da gab es auch keinen, der gesagt hat, wir machen eine DVD oder wir bearbeiten irgendwas und wir planen. Wir planen ein Haus. So, das steht im Vordergrund, so verstehen wir das auch. So, und das versuchen wir auszudrücken mit diesem Paar an Zeichnungen. Wir haben auf der einen Seite
eine Architekturzeichnung, das werden viele sofort erkennen. Und auf der anderen Seite auch eine Zeichnung, eine Notation von etwas, was irgendwo ausgeführt soll. Und zwar sind das Noten, die ähnlich eine Logik haben, eine Semantik, die es irgendwo wieder auszuführen gilt. Ja? Insofern finden wir das analog zu dem, was Architekten tun, ein sinnliches Werk wie ein Gebäude letztendlich niederzuschreiben und es dann irgendwo auszuführen. Und wenn man sich die beiden Gruppen anschaut, die diese Werke ausfüllen, dann wird vielleicht auch klar, was dazugehört. Eine hohe Arbeitsmoral und eine hohe Disziplin in Zeit und in Geld und in Koordination. Ein Orchester muss auch gut koordiniert werden, was letztendlich ist das auch eine starke hierarchische Organisation durch den Dirigenten. Aktuell wird ja diskutiert, und den Artikel von der Süddeutschen am Wochenende liest, ob der Taktstock überhaupt noch angemessen ist in so hierarchieflachen Zeiten. Und naja, das sind so Gedanken, die uns bei dem BIM machen eigentlich auch lenken, um von unserer Kernaufgabe der Koordination, das macht unseren Berufsstand ja aus, das Richtige zu tun für den Auftraggeber, das Bauvorhaben richtig zu koordinieren. Das möchten wir gerne mit BIM machen. Ja, da kommen wir im Grunde auch zu dem Projekt, was wir euch vorstellen wollen. Und da vielleicht auch nochmal zu der Rollenverteilung hier. Der Ralf Wetzel, mit dem habe ich zusammen das Projekt gemacht. Ich selber bin hier Projektleiter in dem Projekt, betreue das schon von ganz früh, von der Skizze bis heute zur Realisierung. Und der Ralf, der ist Gesamt-BIM-Koordinator bei diesem Projekt und hat das dann, sobald wir, und da kommen wir gleich noch zu, das Projekt als BIM-Projekt gestartet haben, mit eingestiegen und betreut hat. Genau, richtig. Hier. Ja, wir stellen euch das Projekt ID Cologne im schönen Köln vor, an der Schanzenstraße. Hier ist vorweg im Grunde eine Quartiersentwicklung gestartet über ein Werkstattverfahren. Und das ist dann doch auch ein langer Weg bis zum eigentlichen Hochbau zur Realisierung. Und ja, da wollen wir einfach mal ganz früh einsteigen und euch zeigen, wie der Weg, welchen Weg wir da gegangen sind. Genau. Also wo sind wir? Wie schon beschrieben, wir sind in Köln an der Schanzenstraße, Köln-Mülheim, um genau zu sein. Wir haben gemeinsam mit unserem Bauherrn, der OSMAP, an einem Werkstattverfahren für dieses Quartier teilgenommen und konnten da als Sieger hervorgehen, haben dann im weiteren Verfahren den B-Plan betreut, haben mit dem Bauherrn und der Stadt gemeinsam an den Baukörpern gefeilt, geschliffen, optimiert. Waren sie zu groß, dann wurden sie wieder kleiner gemacht und über das B-Plan-Verfahren dann entwickelte sich so langsam dann auch irgendwann mal, zeichnete sich ab, dass wir da vielleicht auch was bauen können, dass dann auch irgendwann aus viel Theorie und vielen Ideen auch Wirklichkeit werden würde. Das war noch im Werkstattverfahren, das heißt eigentlich hat man sich um den Baukörper, um die Architektur gekümmert, das ist ja auch die komplett richtige Reihenfolge. Wann fing es mit dem BIM da eigentlich richtig an? Da war noch gar nicht die Rede von BIM. Also wie man so schön hier sehen kann, deshalb haben wir die Folie auch oder die Zeichnung hier ausgesucht. Das ist eine Skizze, die so vage andeutet, was man für eine Architektur sich vorstellen könnte an diesem Ort. Und hier entsteht ja ein neues Quartier, also das Schanzenviertel sozusagen in Köln-Mülheim. Und diese Ungenauigkeit brauchen wir auch in dieser frühen Phase der Planung. Und dann diese abstrakte Baukörperoptimierung, die einem dann fast wieder vergessen lassen, wie sieht das eigentlich, das hatten wir eigentlich für eine Grundidee. Und das mussten wir uns auch immer wieder in Gedanken rufen, um festzustellen, hey, haben wir uns nicht hier verrannt, jetzt ist doch alles zu hoch und natürlich zählt natürlich Masse, ist auch Geld. Und aber wir haben immer irgendwo den Blick auf die Architektur gerichtet gehabt und die nie vergessen. Ja, und aus dieser Optimierung der Baukörper und der Begleitung des B-Plans entstand dann auch das, entstand beim bei der OSMAP, dem Bauherrn, die Idee, dass dann bald ja auch Baurecht entsteht, dass wir uns langsam mal vielleicht auch um Bauantrag oder auch um Planung, Realisierung kümmern müssen und hat sich dann die Art Invest mit ins Boot geholt. Und damit begann dann im Grunde für uns auch die Planung für das Baufeld A.
Ja, mit dem Baupartner folgte also die Realisierung. Die Osmap und die Art Invest haben sich zusammengetan und haben dann versucht, Mieter zu finden. Dann sind wir eingestiegen und haben für das erste Baufeld für verschiedene Nutzer Mietuntersuchungen gemacht. Und relativ bald kristallisierte sich dann auch ein Nutzer heraus. Und es wurde auch klar, dass wir die Baukörper, das Baufeld A, teilen mussten. Also wir haben dann geteilt in A1 und A2. Und der Ankermieter, der dann auch die Realisierung wirklich machte, war oder ist dann Design Offices gewesen, der ausschlaggebend für eine Beauftragung unsererseits war. Und dann hieß es, macht mal eine Planung. Und der Bauherr, die Art Invest, hatte sich schon zu diesem Zeitpunkt auf die Fahne geschrieben, BIM sich zu implementieren und alle Projekte mit der BIM-Methode abzuwickeln. Das war ja schon gesetzt bei denen. Das war deren Suche, intern genau. Ihre Aufgaben modellbasiert durchzuführen. Ne? Genau. Ja. So, und bis dahin haben wir da, also wir machen es ja selber auch schon, aber dass dann im Grunde auch ein Auftraggeber das so umgesetzt haben möchte, von Anfang an, hat uns total gefreut, aber auch gleichzeitig irgendwo einen Schrecken eingejagt. Ja, ja, das einfach deswegen, weil ja die richtigen, ernsthaften Beauftragungen selten sind. Ja? Also wir haben ja bis heute, ist ja das Gros der BIM-Projekte eher auch selbstgetriebene BIM-Projekte. Es ist ja nicht so, dass immer ein Auftraggeber steht, wir möchten das in dem Modus haben, wir wollen die und die Anwendungsfälle haben. Und so war das ja bis zu dem Zeitpunkt auch. Und dann tritt auf einmal der Auftraggeber aufs Tapet und sagt so, jetzt aber mal wirklich, und zwar, das muss alles erreicht werden. Jetzt war echt, genau. Und das war ja genau hier die Situation. Ja. Die haben jemanden versucht, der schon mal Gehversuche gemacht hat. Und das waren ja nicht nur wir, es waren ja auch die planenden Disziplinen, die mit dabei waren. Genau. Also genau, die haben von vornherein auch Partner gesucht, die BIM-Erfahrung hatten und auch Projekte mit BIM abgewickelt haben. Und da sind dann neben RKW halt ZPP gefunden worden und AWD, beides Büros aus Köln. Und mit diesen Partnern starteten wir dann dieses Projekt und hatten natürlich große Sorge, dass wir da in ein enges Korsett gesteckt werden und einem strengen Diktat folgen sollten, welches die BIM-Methode dann umzusetzen hat. Und die Zeitschiene, wie man mit Modell umgegangen ist, zu welchen Zeitpunkten und wann dann das fertig ist, das war ja doch schon auch eine neue Erfahrung. Wir haben ja ziemlich früh eigentlich mit dem Modell angefangen auf Architektenseite. Ja. Das Ziel war doch Anfang der 3. Ende der 2 sollte solch ein Modell da sein und wir sollten halt im Grunde bei der oder in der LP2, in der Vorentwurfsphase, parallel zur Entwicklung des Entwurfs gleichzeitig mit den Fachplanern eine Strategie und auch ein Modell entwickeln, was dann zur Start der 3 als Koordinations- und Planungsmodell dienen sollte. Ja, ja, und so haben wir ganz normal, so, da muss man auch wirklich sagen, die BIM-Methode ändert nichts an unserer Arbeit, an unserem Auftrag, eine Architektur zu entwickeln. Wir haben viel skizziert, wir haben uns mit dem Bauherrn abgestimmt, wir haben verworfen und in Varianten gedacht und haben gleichzeitig mit den Fachplanern überlegt, sag mal, wie machst du das eigentlich? Wie funktioniert das bei dir? Wie können wir Daten austauschen? Und wie bauen wir so ein Modell auf? Und in diesem Moment ist in Vertretung für den Bauherrn auch der sogenannte BIM-Manager ins Rampenlicht getreten. Ja. Das ist die BIM-Welt. Hallo Herr Hennings, also ganz tolle Zusammenarbeit an der Stelle. Also der hat uns das Korsett, wo wir so Angst hatten, in das wir gesteckt werden würden, diese Gedanken waren relativ schnell verflogen. Man hat sich gemeinsam zusammengesetzt und hat dann im Verbund überlegt, wie wir diese Aufgabe meistern können. Wie die Ergebnisse. Und zu der Zeit sind ja BIM-Leistungen auch noch immer ein Stück weit auch eine Mehrleistung, wenn man ganz klar sagen muss, Wege, die man noch nicht gegangen sind, die kommen zu einem üblichen Projektdruck dann noch mit hinzu. Wie geht man eigentlich damit um? Hier muss man ganz kurz sagen, also ich sehe hier immer, kommen ganz viele Chat-Anfragen, was wir natürlich total klasse finden, aber wir würden gerne unsere Präsentation, unseren Vortrag zu Ende führen und uns die Fragen bis zum Ende aufsparen und dann gerne mit Ihnen, euch in den Dialog treten,
weil sonst kommen wir hier ganz aus dem Zeitplan. Genau, so, okay, ich klicke das weg. BIM-Welt, warum der BIM-Manager, warum ist der so wichtig? Und das haben wir in dem Projekt natürlich mehr als gemerkt, wie wichtig das ist. BIM-Welt hat den Schwerpunkt auf Kommunikation gehabt und nicht etwa auf technische digitale Finessen. Die Art der Moderation war einfach dermaßen wohltuend für alle Beteiligten, die vielleicht auch ja, so ein bisschen einen fehlertoleranten Schutzraum benötigen, um Dinge auszuprobieren. Und das ist ja unglaublich wichtig, auch gerade wenn man was Neues macht. Das bringt wirklich gar nichts, auch schon oft wird das erlebt, das genaue Gegenteil, wo man die großen BIM-Listen nimmt und so die Planer eigentlich versucht, bürokratisch zu ersticken. Sie wissen gar nicht genau dieses Aushandeln der einzelnen Techniken, wer was unter welchen Bedingungen mit welcher Software liefert. Und das ist ja etwas, wo man einen auch mit ersticken kann, sage ich mal. Ja, das macht dann gar keinen Spaß mehr. Und das war hier dermaßen gut moderiert, ein Geben und Nehmen. Sehr demokratisch. Sehr demokratisch. Ja. Und ich will nur mal schildern, mal gerne diesen einen Fall. Da müssen Bauphysiker dann auf einmal zum Beispiel irgendwie an einem Modell Parameter eintragen, hat das noch nie gemacht und steht da und sagt, man braucht da mindestens 3-4 Wochen für, weil es zum ersten Mal macht und kommt dann mit einem Eigenschaftenfenster. Ich habe gesagt, dann lasst es doch zum Beispiel die Architekten machen, weil sie es eh drin haben, könnt ihr den Architekten nicht dafür was machen. Also man hat versucht, ein bisschen diesen sagen wir mal, Flohmarkt der Pflicht aufzuspannen, aber das hat wirklich gut geklappt. Genau, man hat sich im Grunde nach gegenseitig unterstützt, unter die Arme gegriffen und hat nach Lösungen geforscht. Mit Templates haben wir uns dann auch unter anderem weitergeholfen. Und ja, wir haben mit einer Open-BIM-Strategie das Ganze umgesetzt. Ja, genau. Und jeder konnte im Grunde mit seinen Programmen arbeiten. Das ist ja auch ganz wichtig, dass jeder bei seinem Lieblingstool bleibt und nicht irgendwo irgendwelche Programme auferlegt bekommt, die dann fehleranfällig sind aus solchen Gründen heraus. Und ja, so haben wir dann gemeinsam im Team den BIM-Prozess gestartet. Genau. Einfach mal hier so eine Seite, welchen Dokumenten BIM-Welt, der BIM-Manager hier an der Stelle die Arbeit strukturiert hat. Es ging sehr im Fokus auf die Rollenbilder und die Abgrenzungen. Wo sind die Haftungsgrenzen eigentlich? Was darf man eigentlich für den anderen überhaupt machen? Das ist ja nicht alles immer klar, und wir haben gemeinschaftlich, sehr demokratisch, eine gemeinsame BIM-Richtlinie aufgestellt, die wirklich mehr ist als ein BAP, wo wirklich sehr detailliert drinsteht, wie man gemeinsam die Sachen... Genau, was ist Sinn, was ist Unsinn, welche Parameter zu welcher Zeit an welchen Bauteilen sein sollten, und immer das Augenmaß gehalten, nicht zu viel Informationen in das Modell zu stopfen. Und das hat der Herr Hennings, also die BIM-Welt, super moderiert und immer die richtigen Worte gehalten. Im Grunde nach sind wir auch in der HAI geblieben, haben uns da orientiert, haben sicherlich durch den frühen Einstieg in das Modell einen früheren Blick gehabt, haben uns aber natürlich auch einfach über Leitdetails und frühere Entwicklung von Details überprüft, ob wir auch in unserer Architektursprache und in unseren Entwürfen richtig liegen. Und das waren dann auch die Grundlagen, die wir dann für das Modell verwenden konnten. Also wir sind schon früher sehr detailliert und intensiver vielleicht in eine Planung eingestiegen. Und ja, neben der BIM-Richtlinie haben wir Testmodelle entwickelt, ausgetauscht, Nullpunkt festgelegt, Workflows überprüft, wie passen die eigentlich in den vorgegebenen Terminplan. Und ja, wie modelliere ich mehrschichtig, einschichtig? Ja, wir haben das in der 2 mit dem Modell angefangen. Das ging von uns aus. Wir haben ein mehrschichtiges Modell modelliert, auch mit dem Team, die jetzt noch nicht sehr modelliererfahren waren. Und haben zwei Leute, die letztendlich das Modell aufgebaut haben und konnten damit die 3 starten. So. Genau, und an der Stelle... Sollen wir da mal einen Film zeigen? Oder wollen wir später? Ja, ich würde gerne noch einmal dem Publikum erklären, wie es überhaupt zu diesen Filmen kam. Und das stimmt. Das hat auch was mit diesem besonderen Modus zu tun, der hier in dem Projekt herrschte. Ganz klar auch vom Bauherrn, vom Auftraggeber ausgehend, gesagt hat, wir möchten hier gerne eine angenehme Stimmung haben, in dem man auch mal Fehler und Fehltritte machen kann, ohne das direkt übergebracht zu bekommen. Und das führte dazu, dass diese ganze Auseinandersetzung mit dem BIM
eben weniger technisch als eher visuell war. Man hat auf einmal, das war ich auch zu der Zeit gar nicht gewohnt, sehr viel mit den Modellen visuell am Bildschirm gemacht. Man hat sehr früh Baubesprechungen mit Modellen gemacht. Wir haben uns Zeit dafür genommen, um die Sachen genau anzuschauen, haben einfach geschafft, auch Projekt und vielleicht auch ein bisschen ingenieurferne Leute sehr nah durch das, was die Modelle machen, durch diesen sichtbaren digitalen Zwilling eigentlich mitgenommen und dafür Verständnis gesorgt. Wir haben kleine Kurzfilme gemacht, die jetzt nicht unbedingt Investoren-Renderings sind, dass man das extern beauftragt, sondern das sind wirklich aus dem Model-Checker. Also anstatt eine Clash-Detection zu machen, das wir auch gemacht haben. Listen und Parameterbürokratie, ja. Das war uns nicht. Obwohl wir ja den Computer eigentlich lieben und da große Leidenschaft mitbringen. Aber wir haben einfach eine Kamerafahrt gemacht, Einzelbilder rausgerendert und das dann dokumentiert mit einem Videoschnittprogramm, was sich genauso schnell lernen lässt wie irgendeine Plugin für so ein BIM-Software. Und das wollten wir, die drei Kurzfilme entstanden, einmal für die RP2, für die Leistungsphase 3 und auch für die 5. Eigentlich ganz schöne Videos. Ganz kurz noch dazu, also Dokumentation hast du genau richtig gesagt, wir müssen ja unsere Leistungsphasen dokumentieren, was haben wir geleistet, was haben wir gebracht und das Thema BIM muss da natürlich auch abgebildet werden, also wir haben natürlich viel auch noch über Pläne abgeleitet und dargestellt und im Grunde dann übergeben, auch beim Bauantrag, aber diese Filme haben im Grunde gezeigt, was wir BIM mit der BIM-Methode erreichen und wie wir sie umsetzen und das aufs Wesentliche runtergebrochen und dargestellt. Ja, und dann Film ab. Genau, ein bisschen redundante Themen kommen natürlich, weil wir gerade ein bisschen auch ausführlich erzählt haben, wie wir gestartet haben. Hier haben wir mal erstmal das Modell, das ist der Film über die Leistungsphase 2. Wir haben hier das Architekturmodell, was am Ende der 2, Anfang der 3 zur Verfügung stand. Es war ein zweischichtiges Modell, das bedeutet tragende Elemente, Ausbauelemente voneinander logisch getrennt. Das heißt, Bauteile haben dann auch mal eine Kennung dran, wozu sie gehören, um dann auch die Trennung vorzunehmen, wenn die einzelnen Disziplinen damit arbeiten. Hier eigentlich nochmal klar gezeigt, was auch über den Model Checker eingefärbt, was ist ein blaues Ausbau, rot ist die tragende Elemente. Wir haben zwei verschiedene Liegenschaften. Die Einfärbung ist hier nicht mit Photoshop geschehen, sondern auch über eine Parametersuche an den Bauteilen dran. Und das war jetzt der Baukörper, wenn man durchleuchtet, geröntgt und mal geguckt, dann zeig doch mal, wie viele GK-Wände hat er eigentlich und was kann man da eigentlich sehen, wie viele Türen, bringt jetzt einem nicht zu wissen, wie viele Türen in der Summe in das Gebäude hat, aber das sind natürlich die Näherungen, wie man sich dieser Technik, dieser neuen Transparenz nähert. Hier haben wir die Räume, sehen wir hier, das haben wir das dritte OG ausgearbeitet, das ist jetzt die Granularität der DIN 277 Räume und lässt sich jetzt sehr schön zeigen, wenn wir jetzt nämlich mal die Mietsektion, die natürlich eine größere Granularität haben, uns anschauen. Die GIF, ja. Die GIF mit den anteiligen Flächen, die natürlich entsprechend in den Vorräumen und in den Gemeinschaftsflächen angesetzt sind. Und hier mal eine Überlagerung von den 277 Flächen, von den Vermietungsflächen. Einmal in der Architektur auch und da lässt sich jetzt einfach schon unglaublich schnell optimieren, weil natürlich Immobilienvermarktungsprofis hier einen anderen Blick drauf haben als die Ingenieure. Hier laufen jetzt auch gleichzeitig die Werte der einzelnen Räume mit. Hier wird jetzt nach unterschiedlichen Raumgruppen einfach gehighlightet und ich darf nochmal daran erinnern, wir sind hier am Ende der 2. Wir hatten schon einfach an den Raumobjekte des Raum Programm oder die wichtigsten Kennungen hier übertragen. Man sieht auch im Grunde genommen die Spalten, die da unten mitlaufen und hatten dieses ineinander verzahnte Konstrukt Möglichkeit, sehr schnell Informationen daraus zu ziehen und auch hier zu optimieren, punktuell vorzugehen, sehr früh auch schon. Okay. Man hat eine super Übersicht. Man kann gemeinsam mit dem Bauherrn überlegen, wo man noch optimieren kann. Man sieht die Ausnutzung der Flächen im Verhältnis zum Gesamtvolumen und darum geht es ja. Und das ist der große Vorteil auch, dass man mit einer guten Übersicht schnell Dinge verändern, anpassen und auch erkennen kann. Er lädt jetzt noch ein bisschen, es kommt jetzt der Film. Also das war jetzt LP2, Ende. Genau. Und jetzt geht es eigentlich richtig los. Jetzt kommt die Entwurfsplanung, jetzt kommt die Gesamtkoordination. Wir wissen, wie das Haus aussehen soll.
und haben uns in den Flächen festgelegt und jetzt wird scharf gestellt und wir, die Gesamtkoordination, wie man das aus der Planung her kennt, hat stattgefunden. Ja, hier singen wir auch nochmal das Lied, direkt am Anfang der Phase. Was machen wir eigentlich, welche Beteiligten, was ist das Rollen, das Rollenbild, was wir hier ausgerollt haben, wie haben wir begonnen. Natürlich mit der Logik der einzelnen Beteiligten, wie sich das gehört. Revit-Modell, unsere Autorensoftware, wir haben OpenBIM, IFC, im OpenBIM-Modus IFCs an die planenden Disziplinen verteilt. Wir haben, wie haben wir eigentlich koordiniert? Wir haben nicht etwa BCF benutzt oder E-Mail, sondern haben wiederum zusammengeladenes Koordinationsmodell mit einzelnen Issues direkt in dem, im 3D-Raum und Wolken gemacht und haben dann eigentlich dieses Modell durch die Gegend geschickt und jeder hat sich das angeguckt und da haben wir uns was überlegt, wie jeder dann sein Otto da dran schreibt und das wir gewusst haben, jeder hat es einmal gesehen oder seine Verbesserung oder Beseitigung von Problemen gemacht. Jetzt ist die Litanei hier, Gesamtmodell und Teilmodell. Und man sieht ja schon ganz gut, was eigentlich passiert ist. Wir haben eigentlich einen Farbcode im Projekt verteilt für jede Disziplin, die Modelle geliefert hat, sodass auch jedem noch so Projekt- oder Fachfern irgendwie klar wird, wenn eine Störung vorliegt, wer hat sie eigentlich verursacht oder wie kann man sie lösen? Und zwar, wenn man jetzt mit diesem Wissen über den Farbcode Rot, Haustechnik, wir Architekten hatten gelbe Farbe und Statik die blaue, die Verantwortung eigentlich auch klar benannt. Und wenn man sich das Modell jetzt, wie wir das getan haben, in den einzelnen Besprechungen an die Wand wirft und live Schnitte durchlegt und sich unterschiedliche Situationen anschaut, wie das jetzt hier gerade zu sehen ist, sich durch Kerne schneidet, die Kerne optimieren möchte, dann kann man sehr schnell sehen, in welchem Verbund die einzelnen Disziplinen jetzt hier wirken müssen, um noch ein besseres Ergebnis zu erreichen. Und das lag dann hier auch schon sehr sehr schnell vor. Ich sehe gerade unten ist noch LP2, das stimmt nicht, das ist ein Schreibfehler, das ist das Video der LP3. Also hier ist bei uns auch nicht immer alles. Genau, also wir haben ja im Großen und Ganzen im Vorentwurf so grob die Schachtgrößen festgelegt, ja. Und haben dann im Grunde hiernach diese dann belegt mit allen haustechnischen Gewerken, die dann vertikal durchlaufen. Und ja, man kriegt einen super Eindruck auch der anderen Fachdisziplinen, wo deren Probleme liegen. Man hat grundsätzlich ein besseres Verständnis für die Planung der anderen und hat dadurch auch eine höhere Qualität im Gesamtprojektablauf. Und das tägliche Geschäft, wie die Koordination per Telefon und per Teamviewer, der Austausch hat ganz normal stattgefunden und parallel zur Planung im Grunde da auf das Modell auch Einfluss nehmen zu können. So, das überspringe ich immer gerne, weil wir möchten keinen mehr mit Kollisionsprüfungen langweilen. Das kann man im Internet zuhauf finden. Deswegen erlaube ich mir immer ein bisschen nach vorne zu gehen. Haben wir auch gemacht. Ist aber. Ich möchte eigentlich nochmal hier auf diese Sachen eingehen, die jetzt gerade laufen. Nicht sehr ingenieurmäßig, nicht sehr architektonisch, sondern eher ein bisschen atmosphärisch. Da haben wir uns erlaubt, das gehört ja auch irgendwie zum BIM dazu, immer ein bisschen rumzuspielen. Mit Schnittboxen im Model-Checker mehrfach die Kamerafahrten herausgerendert und dann mal das Statikmodell angemacht und dann mal nur das Ausbaumodell mit unterschiedlichen Farben, das in der Videoschnittsoftware punktgenau wieder übereinander gelegt. Vielleicht ein bisschen ungewöhnlich für BIM, aber auch, wie wir finden, heute zulässige Techniken, eine Dokumentation zu machen und tief Einblick in eine Planung zu bekommen oder in ein Planungsgeschehen zu bekommen, während das Haus noch gar nicht gebaut ist. Ja? So, wir würden ja jetzt kommen jetzt zum Warte, zeigen wir nochmal die letzte Folie von der Präsentation. Also im Grunde jetzt haben wir den Entwurf abgeschlossen. Das ist die Basis, auf der wir dann im Grunde dann doch aus dem Modell wieder Pläne ableiten mussten, die wir dann zu Bauanträgen zusammengestellt haben und eingereicht haben. Die Planung zum jetzigen Zeitpunkt ist lange schon genehmigt und wird zurzeit ausgeführt. Mhm. Und wir haben hierzu ein Generalunternehmer gefunden, Hochtief, und haben dann das Modell aus der frühen Leistungsphasen, also 1 bis 3/4, weiterverwendet
um dann den noch größeren Detailsprung zu machen in die 5. Ja. Und haben da dem Grunde nach Dinge ausgetauscht, Parameter nachgepflegt. Und das haben wir auch über einen Film dokumentiert. Die Ausführungsplanung läuft zurzeit noch, ist aber auch kurz vor Ende. Und Richtfest wurde auch schon gefeiert. Baufertigstellung ist für Frühjahr 2021 vorgesehen. Und jetzt wollen wir euch auch einen kleinen Eindruck vermitteln, wie dann die Ausführungsplanung aussieht mit der BIM-Methode. Richtig. Die Tatsache, dass Hochtief mit hier aufs Tapet trat, hat auch einen unglaublichen Push gegeben, nochmal in eine ganz andere Richtung. Wir hatten auch total Lust. Also, ne, also es durchweg, das merkt man im Film auch an, dass da die Freude an der Arbeit und im Plan und auch dieser BIM-Methode von allen übernommen wurde und auch weitergeführt. Ja. Hochtief hat ja auch eine unglaubliche, ich bin selber in Essen aufgewachsen, und daher habe ich so ein bisschen wenigstens die räumliche Nähe, aber mir war schon immer bekannt, wir haben auch sehr früh ich da mal reingeschaut, dass die Vicon noch sehr aktiv war, mit einer sehr hohen Kompetenz in BIM-Bearbeitung, Schwerpunkte auf Ingenieursachen und auf die, das, was ein GU nun mal macht, aber auch einen hochinteressanten internen Standard. Und da hat man sich gegenseitig befruchtet. Das hat dann, das sind jetzt hier, sind gerade mal, ich werde noch mal kurz zurückgehen und was einfach laufen, sind auch Pläne. Also wir benutzen das, die BIM-Sachen nicht nur. Ja, das ist natürlich jetzt gerade auch so ein Punkt. Wir sehen auch die Pläne aus. Die Pläne für eine Baustelle werden Pläne noch gebraucht. Das heißt, ja. Es ist so, man entwickelt alles 3D, man bespricht sich 3D, aber der Handwerker, die ausführenden Unternehmer vor Ort an der Baustelle brauchen Pläne. Das heißt, wir müssen ableiten, wir müssen darstellen, müssen aber im Grunde auch versuchen, das auf den Plänen rüberkommen zu lassen. Und deshalb helfen dann solche Darstellungen, wie man sie jetzt hier sieht, in perspektivischen Darstellungen aufgelöst in die einzelnen Schichten, mehr als ein klassisches Detail oder ein Schnitt. Wie viele Schnitte brauchen wir? Und so können wir sehr komplexe Inhalte auch auf Plänen gut transportieren. Also hier ist der Detaillierungsgrad, von dem, was man jetzt da gerade sieht. Das sind im Grunde genommen die Details oder Leitdetails für die Fassade und die Dämmung. Und das sind aber auch wirklich Revit-Modelle, die in Revit entstanden sind und sind nicht etwa, die sind zwar nach Cinema oder nach einer Software, in der man rendert, über exportiert worden, aber die Modelle sind wirklich die Architekturmodelle. Der Detaillierungsgrad ist so, wie die Planung auch erstellt worden ist durch die modellierenden Teams. Hier jetzt auch nochmal, das war jetzt im Fokus, die einzelnen Loggen mit der Dämmung. Dichtung, die Befestigung mit dem Bohrmuster, was verträglich auch mit der Bewehrung umgegangen ist. Das hat man hier nicht über das komplette Gebäude gemacht, sondern nur partiell ausprobiert. Ja. Ein Beispiel bracht, das ganze Modell ist natürlich nicht mit so viel Information gepflegt, aber man hat somit doch sehr komplexe Sachverhalte vereinfacht darstellen können. Und auch hier die Befestigung der Fassade hat man mal überprüft und optimiert, gemeinsam mit den ausführenden Firmen und dem Generalunternehmer und dreidimensional dargestellt. Wir haben auch schon Firmen gehabt wie Schlosser, die unsere IFC-Schnittstelle verwenden konnten, praktisch bestellen auf der Basis. Bestellen, messen, zählen. Ja, ja, und genau. Eine sehr genaue, hohe Genauigkeit hat. Und das macht dann macht es natürlich richtig Freude. Was uns ja alles angeboten hat, ist ja interessant. Ja, so, wir haben ja, das wären jetzt mal die visuellen Produktionen, sagen wir mal, vom digital, aus der digitalen Schmiede heraus. Wir haben aber natürlich auch noch was von der Baustelle. Genau, also dass man im Grunde das, man sieht, dass das alles, was man so plant, das Schönste ist ja immer, wenn es dann am Schluss auch gebaut wird, die Belohnung, dass all diese Gedanken und all dieser Fleiß sich dann irgendwo in der Realität manifestiert. Und deshalb haben wir hier nochmal zum Abschluss einen kleinen Imagefilm über die Baustelle. Wie gesagt, ist schon etwas weiter gediehen, als Sie jetzt gleich sehen werden, aber man bekommt einen sehr guten Eindruck und Baufertigstellung ist Frühjahr nächsten Jahres. Wie immer beginnt alles im Winter eigentlich. Ne? Ja. Wenn man nicht mit Betonarbeiten und Grubarbeiten anfangen sollte. Also, ich merke auch heute, wir gehören ja zur jüngeren, in Anführungsstrichen, Generation der AKW, die Architekten sind, naturgemäß, und das ist auch richtig, ist eine konservative Branche. Das hat natürlich auch vor allem was mit der
mit der Qualitätssicherung ihrer eigenen Arbeit und dadurch, dass wir im Berufsstand sind, der sich selbst kontrolliert, was vollkommen in Ordnung ist, das ist dem natürlich geschuldet. Und wie oft haben wir auch selber gehört, ihr Computer-Nerds, ihr wisst ja gar nicht, dass man da noch arbeiten kann. Also wir haben diese Diskussion hier bei AKW intern auch immer wieder ein bisschen eine lustige Grenze zwischen vielleicht auch so einer Generationsschicht von Leuten, die mit Computern aufgewachsen sind und die nicht mit Computern aufgewachsen sind. Auch das findet man bei uns wieder. Und wenn man natürlich zeigt, dass man da so eine etwas nerdige Planung aus dem Digitalbereich auch wirklich dann in so eine Baugrube hineinsetzen kann und dann entsteht ein Gebäude, ist eine ganz tolle Möglichkeit, ein tolles Gefühl. Ja, absolut. Ja, damit sind wir am Ende unseres Vortrags und würden uns natürlich jetzt freuen, diese ganzen Fragen, die da gestellt worden sind, so, die wir nicht beantworten konnten, jetzt doch noch zu stellen, werden die gerne nach und nach dann mit Ihnen besprechen. Ja, jetzt müssen wir nur gucken, wie wir da wieder drankommen. Ja, genau, guck mal hier. Komm, da kommt schon. Und jetzt kommen wir auf Ja drücken. Okay, cool. Also, okay. Ah. Danke, Daniel. Sehr gut. So, wo ist die Nummer 1 hier? Okay, also, hier fragt jemand, Aldo Reitke, vielen Dank für die Frage. Die Frage lautet, wie ist eure Erfahrung? Reduziert die Ausschreibung mit BIM die Auswahl der Fachplaner merklich ein? In Klammern, kleine und dynamische können die Kosten gegebenenfalls nicht aufbringen. Ja, gute Frage. Ausschreiben mit BIM ist hier die Frage. Und was passiert eigentlich mit den Beteiligten? Ist das ein Ranking der Fähigkeiten? Ne? Jemand, der die Fähigkeit bereits erlangt hat, kann natürlich schneller an dieser Stelle zugreifen. Also ich muss mal sagen, dass wir Ausschreiben mit BIM wir noch nicht machen. Wir machen Kostenermittlungen und Überprüfungen, Model-Checking auch im Baumanagement aufgrund von Plausibilisierung der Mengen. Aber die Qualitäten, die machen wir noch in alter Manier. Und das ist deswegen, weil natürlich die Variation, die da drin liegt, alle abgefangen werden muss. Und es nützt nichts, aus einem BIM-Modell einfach nur Werte zu sammeln und die unplausibilisiert in irgendwelche Zellen zu überführen und mit einem Einzelpreis zu multiplizieren, sondern da gehört noch ein anderes Plausibilisierungssystem dazu, um wieder zu überprüfen, sind die Summe aller Einzelbauteile eigentlich wirklich das, was ich meine? Sprich, ich und wir eigentlich erfahren immer wieder, dass wenn man sich für so ein digitales Konstrukt mit BIM aufgebaut hat, auch immer wieder, das muss belastbar sein. Und oft fehlt es einfach, ich erinnere da nur an den Zusammenhang mit RIB-i2, das wurde oft diskutiert, etliche haben das im Einsatz, um eine Kalkulation zu machen oder um FVs und Qualitäten aus dem digitalen Gebäudezwilling heraus abzuleiten. Und die Frage ist, du brauchst dafür zum Beispiel ein unglaublich starres System, wie ein Modell denn, welche Eingangsvoraussetzungen. Ich sehe aber auch gerade nochmal, also im Grunde die Auswahl der Fachplaner, es ist schon richtig, es schränkt den Kreis ein am hier wird der belohnt, der sich früh mit der Methodik auseinandergesetzt hat, weil man hier natürlich tatsächlich schon mit Büros zusammenarbeiten wollte, die Erfahrung hatten. Ziel waren auch hier Ausschreibungen auf Knopfdruck irgendwie zu gewährleisten, bewerkstelligen beziehungsweise auch Kosten zu erstellen. Das hat sich nicht bewahrheitet, man hat das ausprobiert, hat das aber dann auf der herkömmlichen Weise gemacht. Und mittlerweile sind wir da auch wieder ein Stück weiter. Aber es ist richtig, im Grunde der Kreis, in dem man sich da bewegt, der ist dann schon eingeschränkter. Aber man merkt, es wird immer mehr. Also auch die kleineren mittelständischen Betriebe greifen auf diese Methode zurück und können in diesen Prozess mit eingebunden werden. Aber Herr Reitke, um dann mal darauf einzugehen, in der Tat gibt es da ein gewisses Ungleichgewicht. Wir haben eingangs in unserer Präsentation davon gesprochen, dass wir eine mittelstandsimmanente Branche sind, mit einer gewissen Kerngröße an Unternehmen. Und jetzt sind wir bei AKW. Wir sind natürlich eine Organisation, die mit Sicherheit leichter in der Lage ist. Wir haben eine Abteilung, ich bin aus der Planung auch draußen. Die Abteilung nennt sich Digitale Methodik. Welches Architekturbüro hat schon die Kapazitäten,
zwei Leute mal in den Raum zu setzen, zu sagen, denk mal für uns über BIM nach. Natürlich ist das ein Luxus, und natürlich gibt es die Problematik, diese Hürde oder diese starke Schräge zu schaffen, die da auch Wissenstransfer heißt, und um in dieses Thema reinzukommen und in einem kleinen Strukturen Dinge zu implementieren. Ja. In meiner Sache ist es immer auf die Kammern eingehen, Druck auf die Kammern machen, weil von die müssten uns eigentlich daran unterstützen. Ja. Genau. Wir würden dann jetzt an die nächste Frage. Die nächste Frage ist hier nach Brandschutz und Bauphysik. Ja, wie ist das? Ja. Wie ist das genau? Also Brandschutz haben wir herkömmlich die Angaben mit dem Brandschutz abgestimmt und dann eingepflegt, das grafisch dargestellt. Also die Bauteile konnten sich einfärben je nach Brandschutzklasse. Da konnte der Brandschützer im Grunde nichts zu beitragen, also nicht am Modell selber mitarbeiten. Bei der Bauphysik war das schon was anderes. Dort konnten wir über Excel-Tabellen, also sogenannte Templates, Inhalte an das Modell mit einpflegen. Aber ich sag mal, die in Hauptsache beschränkt sich das auf die Fachdisziplin TGA, Tragwerk, und jetzt immer mehr auch in der Landschaftsarchitektur die Freianlagen, dass die Teil dieses Gesamtteams im Koordinationsprozess werden. Ich würde dazu noch eine Sache sagen, die interessant ist. Die Haustechniker haben versucht, das Gebäudemodell angereichert mit bauphysikalischen Werten, sprich Transmissionswerte, in den Wandschichten zu einer Berechnung in ihrer Software zu bewegen. Das hat aber nicht geklappt. Nur kurz erklärt, wir hatten mehrere Schichten. Die Software bei der TGA war nicht in der Lage, mit diesem Mehrschichtmodell umzugehen in der Form, wie wir es da eingebracht hatten. Und die Mühe war dann zu groß, das komplette Modell vor dem Hintergrund des Änderungsmanagements umzuarbeiten, sodass das dann da geklappt hat. Es war dann einfacher und auch zeitlogischer, die Sachen mit der Hand an der Stelle zu berechnen, nach herkömmlicher Methode. Und da kommt man auf viele Stolpersteine, wenn man mehrere Disziplinen auf einmal nutznießen möchte. Und sagen wir mal, das einmal getan an einem Punkt vorher in der Übergabe da hinten dann nutznießen zu können, das ist nicht einfach, ja. Das haben wir nicht hier an der Stelle. Genau. Aber man muss viel ausprobieren. Manchmal muss man dann halt auch mit dem Terminplan geschuldet sagen, okay, viel Wissenschaft, aber das heben wir fürs nächste Mal auf und machen das herkömmlich. Vieles ist gelungen, manches halt nicht. Ja. Kommen wir zum Herrn Berg, Sven Berg. Fangen Sie die Planung immer mit AutoCAD an und gehen Sie erst später zur Revit über? Ja. Es wird zum Teil auch in Revit entworfen und Ideen entwickelt, aber dem Grunde nach ist es erstmal so, dass wir so wie mit dem Stift erstmal über Skizzen zu Ideen kommen, Grundlagen schaffen, auf Basis bei uns AutoCAD, CAD-Zeichnungen, und dann mit Ende der LP2, also wenn die Variante festgelegt ist, wenn die Variante gefunden wurde, dann in das Modellieren einsteigen, sodass man da nicht einen zu großen Aufwand. Wird bei uns immer wieder diskutiert. Wir haben ja vorhin gesagt, wie sind wir zum BIM gekommen? Wir haben das ausgerollt und da haben wir gesagt, ja, wir fangen frühestens am Ende der 2 an, wenn so dieses sozusagen Frozen Design erreicht ist, und dann kann man sich auch trauen, ein Modell aufzubauen, weil diese ganze Änderungslogik bringt nicht viel. Wir haben uns noch keinen Workflow erarbeitet, auch mit einfachen Bauteilen ein 3D-Modell zu haben. Wir brauchen es einfach nicht an der Stelle. Wir entwerfen ganz normal und nutzen schwerpunktmäßig die BIM-Methoden darum, unsere redundanten Tätigkeiten leichter zu machen. Genau, jetzt sind wir direkt schon bei der nächsten Frage, der Verena Zoom. Die fragt nämlich, wie ist die Erfahrung in Revit mit Varianten? Ja, das ist im Grunde passt ganz gut. Ja, also man ist anfangs im Modell, hat man noch eine gewisse Unschärfe, aber es ist schon auch eine gewisse Arbeit, die da drin steckt, dass man natürlich nicht gerne so viel ändert. Aber man kann relativ früh mit einfachen Modellen auch Varianten entwickeln. Aber die Inhalte des Grundrisses sehen wir immer wieder über CAD-Zeichnung, weil die Wandstellungen sich doch permanent ändern und Toiletten noch hier und da hingeschoben werden, und auch die Nutzung vom Büro wird dann auf einmal Fitnessstudio, ein Arzt oder ähnliches verändert sich, ist immer im Wandel, und da ist das Ändern im CAD doch noch einfacher. Ja, die ich glaube, die Frage zielt darauf ab, es gibt ja so ein Tool mit Varianten und Optionen in Revit, aber das haben wir nicht geschafft, ordentlich zu benutzen, weil man die Wirkungsreichweite dazu führt, dass wenn man da eine Wand ändert oder man hat einen gewissen Fassadenverlauf, der
und auch den Baukörper mit beeinflusst, dass doch die berührenden Bauteile an den Grenzen dann wieder die Probleme machen. Was machen wir? Wir sind ziemlich mutig und müssen irgendwo eine Sekante machen und dann machen wir ein neues Modell. Wir machen ein neues Modell, nicht umfänglich, sondern versuchen, den Punkt der Änderung irgendwie großräumig einzufangen und dann müssen wir eine Nahtstelle definieren und dann da mit Varianten arbeiten. Ja. Die Judith Nöckel fragt, mit welchem Programm werden Kollisionsprüfungen durchgeführt? Und mit Model Checkern. Gute Frage. Womit macht man das? Kollisionsprüfungen werden ja auch immer weniger wichtig, zum Glück, weil darin steckt ja noch ein bisschen der Glaube, die Koordination in einem technischen Programm übergeben zu können. Und ich sag mal, das ist, was uns Architekten nicht so gefällt. Das geht auch nicht. Glauben auch nicht. Das geht auch nicht. Also hinter all dieser digitalen Geschichte stecken immer noch menschliche Köpfe und Geist, der genutzt wird, um Architektur entstehen zu lassen. Es muss ein Haus geplant werden und das machen nicht die Geräte und auch nicht die Softwaren. Die unterstützen uns, aber die werden von uns benutzt und damit kann man tolle Ergebnisse erzielen. Aber wir nutzen das natürlich auch, klar. Am Anfang steht oder bis zum Ende der Mensch hinter diesen digitalen Methodiken. Ja. Und die Frage war ja ein bisschen nach mit welchem Programm. Und das ist natürlich Navisworks benutzt DSite MD, jetzt bei Dothing Project erhältlich. Ein Solibri, sehr zu empfehlen. Wir sind gerade auf der Suche nach Universität Stuttgart hat eine ganze Liste veröffentlicht, die ich gehört habe, muss ich mir dringend angucken, an Gratis-Software, die mit Model-Checking zu tun haben, Open-Source-Software. Sobald ein Model-Checker Clash-Detection kann, ist er direkt dreimal zu teuer. Diese Frage passt auch. Der Ingo Ort, der fragt mein Lieblingsthema, ja, unseres auch. wie ist in diesem Projekt die S&D-Koordination umgesetzt worden? Sehr schöne Frage. Ganz herkömmlich, ganz klassisch, auch ohne Automation. Es gibt tolle Applikationen, Programme, die das versprechen, die auch das Nachpflegen und das Verändern, was notwendig ist, darstellen. Das ist aber leider nicht so. Das heißt, wir stimmen uns ganz herkömmlich mit dem TGA-Planer ab und dem Tragwerksplaner zu legen vorher fest, in welchen Abständen, wo, welche, in welcher Größe Durchbrüche möglich sind und müssen die dann mit viel Fleißarbeit dann auch eintragen und pflegen. Joel, mit meiner Haut habe ich über dieses Thema mich schon ein paar Mal austauschen können und kann jetzt hier an der Stelle sagen, auch das war eine unglaubliche Klickarbeit. Alle 6 Seiten eines Quaders müssen angefasst werden. Wir haben hier sehr viel versucht, Stichwort Provision for Voids im IFC. Man bekommt die Durchbrüche von der TGA als isolierte Modelle geliefert und versucht dann, durch Bootstrap-Operationen Löcher in die Wände zu bekommen, in Revit rein. Jetzt haben wir hier das Problem, wir müssen ja auch noch die Planableitung machen. Das heißt, alles, was wir als IFC extern reinholen, muss irgendwie ein Ersetzungsprozess dahinter liegen, der uns mit der richtigen Plangrafik versorgt. Wir müssen eigentlich hier ganz viele, mindestens 3 Ebenen bedienen, um hier unseren Job ganz zu machen mit der S&D-Planung. Brauche ich auch eigentlich nichts zu erzählen. Wissen eigentlich alle ganz genau. Also wir haben versucht, Cut Opening Pro zu aktivieren. Das hat leider nicht geschafft. So, der Oliver Ziel, der fragt, wie wird das Modell der Leistungsphase 5 durch Hochtief für deren Prozesse verwendet? Ja, super Frage. Das ist natürlich... Wir sind ja schon froh, dass wir das Modell über alle Leistungsphasen weiterverwenden konnten. Und es ist doch so, dass die GUs immer auch eigene Modelle bauen, solche Weiß-Modelle genannt. Wir haben intensiv mit Hochtief, sind wir auch heute noch in Abstimmung und Austausch, wie wir unsere Modelle optimieren können, dass diese frühzeitig zum Beispiel zum Thema der Ausschreibung verwendet werden können für Kalkulation, für Massen, etc. pp., aber auch dann im weiteren Verlauf für zum Beispiel Betonierabschnitte oder Ähnliches, sodass dann das Modell von uns für deren Ausschreibung, die Ausschreibung des Generalunternehmens, verwendet werden kann. Ist ein Prozess, der dauert an und... Also wir können bestätigen, dass es bearbeitet wird, aber wir wissen nicht genau, was Hochtief da wirklich macht. Wir wissen, dass sie sehr stringente Prozesse da haben. Das sieht man vor allen Dingen, wenn man mit Hochtief austauscht, an der Namensgebung der,
der Bauteile haben ein sehr intelligentes System aufgezogen, was sich so erstmal nicht erschließt. Auch mit Design, ne? Das. Arbeiten auch mit einem D-Side, mit einer Variante, mit einem Derivat davon, genau, aber mehr können wir da leider nicht so sagen, aber interessant und verknüpft damit von Frau Löckel, die folgende Frage, wurden bereits Bauteile nach DIN 276 organisiert? Ja, das ist eine Sache, die wir jetzt akut auch immer wieder in Projekten haben. Das Thema ist, die DIN 276, zumindest ein bisschen in die dritte Ebene, führt dazu, dass man an einem Bauteil eben eine Kostengruppe stehen hat. Und wenn man das durchdenkt, kommt man irgendwann zu dem zu der Weisheit, die da lautet, Modellelemente sind keine Kostenelemente. Sprich, wenn ich wenn ich zum Beispiel eine Geschossdecke mit dem Aufbau habe, dann hat die Geschossdecke liefert Werte in mehrere Kostengruppen hinein, letztendlich in der Kostenschätzung. Dann hat sie einmal den Umfang, einmal die Dicke oder ein Betonvolumen und dann die Grad der Bewehrung. Und dann die Schalungsflächen. Das sind einmal mehrere Portionen, die auf einem Modellelement entfallen. Und im Kopf funktioniert es immer so, ich schreibe dann die Sachen da dran und habe hinten in der AFA-Software eine Sammlung, die einfach nur die Werte sammelt. Und ich filter dann nach den Kostengruppennummern. Leider so einfach ist es nicht. Die Modellierungsrichtlinie, die hier erforderlich ist, um das zu beschreiben, was die Modellierer wirklich dann in ihrer Software machen, lässt sich gar nicht abbilden in der zur Verfügung stehenden Zeit, wie so eine Phase läuft, bis zu dem Zeitpunkt, wenn man das dann wieder auswerten muss. So, da muss man ein bisschen diese Arbeit teilen und wir machen das so, dass wir einen großen Batzen dieser Such- und Filterarbeit, aber auch so eine semantische Interpretation, was könnte damit gemeint sein oder was ist da für eine Qualität, die verlagern wir zu einem Teil ins Baumanagement und zu einem Teil in die Projekte. Das klappt nicht, das nur mit dem Modellieren hinzubekommen. So, jetzt gehen wir nochmal hier. Dann machen wir hier, welche Vorteile? Ja, eine allgemeine Frage. Also Herr Rentlisch fragt, welche Vorteile für den Bauherrn können Sie mit BIM realisieren? Ist wirklich die Frage, was gewünscht ist. Also wir können alles möglich realisieren. Das ist jetzt eine schwammige Aussage. Aber das BIM ist natürlich organisiert und geht aus vom Besteller. Ich sag mal, wir haben natürlich die Grundleistungs Standard, in dem wir machen, wenn wir planen und sind in der 3, dann machen wir ein Revit auf und da gibt es irgendwie ein BIM-Modell und alle abgeleiteten Pläne sind in sich stimmig. So Grundleistung, da gibt es auch die Berechnung alle daraus. Alle Daten sind so in sich stimmig und das ist schon mal ein riesenhohes Gut. Wenn der Bauherr jetzt noch mehr will, dann kann er auch noch mehr bestellen. Er muss es dann bestellen und dann hängt es davon ab, was denn bestellt wird. Das kann von bis gehen, also das meiste, die interessanteste Diskussion, die immer wieder geführt wird, wo auch viele Zuhörende was mit anfangen können, ist ja das Thema CAFM. Also wie ist es eigentlich, dieses Übergabemodell, wenn wir als Architekten unser Haus gebaut haben und dann ist es gebaut und dann werden wir ja in dem Bauprozess bestimmte Änderungen, die da entstehen, auch noch dokumentieren anhand des Modells. Was soll dann angereichert werden und soll irgendwo in einer Betriebssituation halt auch als ich nenne es immer irgendwie Hausmeister-Plus-Modell gelten oder als digitaler Zwilling dessen, was betrieben wird. Und diese Übergabepunkte sind im Moment noch nicht wirklich geklärt. Da wird ziemlich viel mit unterschiedlicher Software. Ja, es sind auch unterschiedliche Modelle. Also wir machen nicht alles mit einem Modell. Die sind dann zum Beispiel das Ausstellungsmodell vom Inhalt viel zu groß. Also da würde man immer zu einer abgespeckteren Version übergehen oder ein anderes Modell dafür erstellen. Aber was er auf jeden Fall davon hat, das ist eine höhere Qualität der Planung, also mehr Sicherheit, Genauigkeit in den Flächen, Genauigkeit in den Kosten und die Anfälligkeit von Planungsfehlern reduziert sich, weil wir einfach einen genaueren und besseren Blick auf die Planung haben. Zudem nutzt unser Bauer ja tatsächlich selber Systeme, um halt aus der Schnittstelle selber Informationen zu ziehen und seine Kalkulationen zu überprüfen. Ja. Das sind ganz junge Prozesse, die sind auch noch in Entwicklung und werden immer wieder nachgestellt. Aber Ziel ist es dann im Grunde aus dem einen Modell, dass alle da seine oder ihre notwendigen Informationen herausziehen.
Frau Nöckelfahrt, hier kommen wir auch schon zur letzten Frage und das ist ziemlich schön, weil es zeitlich sehr gut hinkommt. Wurden die BIM-Modelle von RKW bereits in i2 eingelesen und ausgewertet? Gibt es hier bereits Erfahrungen? Wir haben uns mit i2 eindringlich befasst. Für uns Architekten ist das nicht das richtige Tool. Das ist dann, sagen wir mal, der große Mercedes, der irgendwie auch Bestandteil einer Unternehmensflotte sein könnte. Ist es aber nicht. Für uns ist das wirklich viel zu starr, weil eben, wie vorhin schon gesagt, wir eine ganz große Varianz haben mit den Modellen, wenn sie denn aus den Projekten herauskommen. Oft ist es im Projektverlauf mit der heißen Nadel gestrickt und da immer die Modellierungsrichtlinie und die Benennung. Und wenn man von i2 spricht, muss man ganz bestimmte Parameter Sachen einhalten, um da eine wirklich richtige Auswertung zu machen. Und das ist für Architekten ungünstig, das ist vielleicht was für GUs, das ist komplett in Ordnung, aber das ist so zu unflexibel, das System. Das ist so, wie wir das eigentlich bewerten würden, ist natürlich auch eine total subjektive Sicht. Ich habe auch schon Architekten gehabt, die wirklich da gut mit umgehen. Ja, also wir haben doch noch eine Frage hier, kurz vor Abschluss. Die Zeit wurde uns gerade eingeräumt. Und zwar, unser Bauherr selber schreibt jetzt gerade, wie funktioniert die Fertigstellung des BIM-Modells als As-Build-Modell? Das ist eine, Benjamin, wirklich berechtigte Frage. Kommt das zum Einsatz? Also, soweit ich weiß, in unserem Projekt ist es so, dass bei der TGA das so passieren wird. Man wird da die Ausführungsplanung nachpflegen und das abbilden, was auch vor Ort gebaut wird, weil es da doch immer wieder Veränderungen gibt durch die Werk- und Montageplanung und weil letztendlich die Firmen vor Ort noch nicht technisch die Ausstattung haben, das Modell weiter zu pflegen. Bei der Architektur ist es so, dass wir doch da sehr genau sind und da es genauso auch umgesetzt wird, kein S-Bild notwendig sein wird. Falls doch, werden wir uns darüber unterhalten, freue ich mich schon. Und vielen Dank für deine Frage. Der Definitionsgrad, ich hätte noch vielleicht noch was zu ergänzen zum Schluss. As-Build kann ganz schwierig sein, kann auch ganz einfach sein. Das ist die Frage, wie man es definiert. Und zwar, bei welcher Abweichung auf der Baustelle, welche Eintragung nehme ich da vor? Es gibt ja bestimmt, ich hole ja nicht, wenn eine Wand um 3 mm woanders erzeugt worden ist, dann ist es klar, dann wird man das wahrscheinlich nicht aufnehmen. Da ist immer die Frage, was vereinbart man? Und es wird getrieben davon, wo soll das S-Bild-Modell, was soll damit eigentlich geschehen, wenn es ins CFM kommen soll? Sollte klar sein, in was für eine Umgebung wird es denn dann leben? Und dann kann man das auch entsprechend auffüttern und dann auch einen verträglichen Job draus machen, das hinzubekommen, die Qualitäten daran zu tun. Ja. Schön. Ja, vielen Dank an der Stelle. Uns hat es viel Freude gemacht. Viele tolle, spannende Fragen zum Schluss. Entschuldigung, dass wir es nicht während des Vortrags beantworten konnten, aber wir finden das dann gebündelt am Schluss doch besser, weil der Zusammenhang dann auch irgendwie da ist und die Fragen auch wiederholen. Ja. Vielen Dank für die Gelegenheit, dass wir hier uns ausbreiten durften, thematisch. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, auch von unserer Seite aus vielen Dank. Vielen Dank, Herr Wetzel, vielen Dank, Herr Kuss. Architekturgespräche online machen jetzt leider erstmal eine kurze Pause. Für die Schweizer und Österreicher Kollegen haben wir am 26.06. ein Architekturgespräch von Vitra mit Stefan Hürlemann. Also wer interessiert ist, darf sich da gerne anmelden. Architekturgespräch online geht dann am 9.07. weiter mit Henning Larsen. Da werdet ihr dann über die gewohnten Kanäle von uns dann nochmal informiert. Dann vielen Dank, eine schöne Restwoche und schönen Tag noch. Danke. Tschüss. Danke auch. Tschüss zusammen.